Hey Leute und willkommen zu der zweiten Folge der FIFA 19 Koop-Karriere bei Borussia Dortmund. Ja, das ist die erste Folge auf meinem Kanal, aber wir machen das so, dass eine Folge auf seinem Kanal kommt, eine Folge auf meinem Kanal. Also immer abwechselnd, eine Folge bei Jan, eine Folge bei mir. Und das sagt natürlich, dass Jan wie auch schon letztes Jahr dabei ist. Hi! Hallo! In der heutigen Folge spielen wir gegen Frankfurt in der Bundesliga und wir haben das Champions League Debüt gegen Club Brügge. Das wird sehr interessant. In der letzten Folge, wenn ihr sie verpasst habt, die war bei Jan, da haben wir gegen Leipzig und gegen Hannover gespielt, ja. Quasi das erste Mal reingestartet bei Dortmund. Das Debüt gefeiert, aber genau. Ja, gegen Leipzig war nur so semi-gut. Es war so semi-gut. Also unbedingt anschauen, beide Kanäle abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Denn wie gesagt, die nächste Folge, also die dritte Folge, kommt dann bei Jan, die vierte wieder bei mir. Wir werden eine gemeinsame Playlist... Du hast so voll viel Champions League immer. Ich habe voll viel Champions League, tatsächlich. Ja, du hast nächste Folge bei dir ist dann wieder Champions League. Ja, das ist auch nicht schlecht. Und übernächste Folge ist bei dir auch wieder Champions League. Bei dir ist DFB-Pokal. Dafür DFB-Pokal ist ja, bei mir. Super. Wir machen eine gemeinsame Playlist. Heißt, einfach mal die Playlist abchecken, rechts oben beim i. Da sind dann quasi die Folgen von ihm und von mir drin. Ja, also da könnt ihr auf jeden Fall nichts verpassen, wenn ihr die Playlist immer aktuell schaut. Ja, dann würde ich sagen, bevor du hier den ganzen Kalender durchwühlst, fangen wir jetzt mal an. Wir gehen nochmal ganz kurz hier auf die Aufstellung, dass ihr das wisst. Das haben wir in Jans Folge, wie gesagt, auch gesagt. Wir spielen Doppelsturm bei Dortmund, haben jetzt beide eine 72, Alter, wir sind ja beide aufgestiegen. Wir hatten am Anfang eine 71 beide. Ja, gegen Frankfurt müssen wir eigentlich gewinnen. Ich hoffe, das klappt. Let's go. Auf geht's, ja. So, Leute, hier im Borussia Signal Iduna Park. Mega geil. Und Leute, die ganzen grundlegenden Sachen sind natürlich auf Jans Kanal erklärt in der ersten Folge. Aber nur mal ganz kurz, wir sitzen jetzt nebeneinander. Ich weiß nicht genau wo, in welcher Ecke und in welcher Konstellation. Aber wir nehmen beide Kamerasichten auf, ja, mit Greenscreen. Das wird sehr interessant. Ist ein bisschen was Neues, aber ich denke, ihr feiert das auf jeden Fall. Boah, hier Marco Reus im Fokus. Das zwei Tore im letzten Spiel hat er einfach... Ja, zeigt, was er kann. Müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Jetzt nicht mehr lang schnacken, reinstarten. Frankfurt müssten wir theoretisch hoffentlich besiegen. Und ich bin übrigens auch der Spieler mit dem blauen Pfeil über dem Kopf, weil wir das Ganze auf Jans Konsole spielen. Heißt für mich ein kleiner Qualitätsnachteil, aber das sollte auf jeden Fall trotzdem gehen. Na, Mann, das war die dümmste Option, die ich hätte nehmen können, ey. Halbzeit, Leute. 0-0. Eine sehr schleppende Partie, noch nicht viel passiert. Ja, es muss jetzt im zweiten Durchgang besser werden. Die hatten sogar mehr Ballbesitz. Ja, Alter, was ist das? Fang den bitte ab. Ja, so nicht. What the fuck? Er gibt dir rot. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Er gibt dir einfach rot. Junge. Das ist natürlich... Was machst du? Was ist denn los? Ich habe eine neue Position ich bekommen. Ich wollte an den Ball kommen. Oh. Oh. Du spielst jetzt das restliche Team. Ja, ja. Das bringt halt jetzt nichts mehr. Oh, fuck. Mann. Da gibt's nochmal die rote Karte. In der 90. Plus 2, Junge. Was machst du? Oh, mein Gott. 0-0. Ich wollte an ihm... schwach. Also... rutschen und so. Also, wenn du den bekommen hättest, wäre es natürlich Premium. Schwach. Ich habe 0 Versuche, 0 Tore. Schwache Leistung. Von beiden Teams nicht grandios. Hier 3 Schüsse, 2 Schüsse, 2 aufs Tor, 2 aufs Tor. Oh mein Gott. Ein Punkt mitgenommen, kann man mal machen. Aber gegen Frankfurt ist das schon echt bitter. Leute, Champions League ist angesagt. Wir spielen gegen Club Brügge. Natürlich mit den alternativen Trikots, die sich so hart unterscheiden von den anderen. Jan scheint nicht gesperrt zu sein, zumindest nicht in der Champions League. Ich bin gespannt. Ja. Ui. Ui, erstes Mal Champions League. Wir dürfen den Gegnern ein bisschen zuhören. Was sagen die so? Naja, okay. Tippen wir auf ein 2-1 für Dortmund. Leute, ich bin gespannt. Wir machen uns hier warm.
Ich hoffe natürlich jetzt auf einen Sieg. Erstes Spiel war nicht so geil. Wobei ich sagen muss, in deiner Folge war das Heimspiel auch nicht geil. Vielleicht sind wir auch das einfach stimmt. auswärts stärker. Ich überspringe die Hymne einfach mal. Letztes Mal wurde die Hymne bei mir, da wurde das Video, glaube ich, für ein, zwei Monate irgendwie, ja, ich musste die Hymne halt rausnehmen für ein, zwei Monate, bis sie das dann wieder freigegeben haben. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Auf jeden Fall hoffe ich auf einen Sieg. Wir strengen uns an und ich hoffe, dass wir zumindest mehr Chancen haben. Das war echt lächerlich gerade. So ein schwaches Spiel. Ja, darf nicht nochmal passieren. So, oh, das ist brillant ist das. Yes, Leute. Dann, wenn es wichtig ist, hier in der Champions League, da fällt komm, das ich will Tor. Zu dir. Ja, oh. Zweite Torvorlage. Hui. Zweite Torvorlage, zweites Tor für mich. Mit den Toren sind wir jetzt dann gleich. Mein erstes Champions League-Tor und das in so einer frühen Phase. Ich hoffe, dass das die Mannschaft jetzt ein bisschen... Vielleicht sind wir wirklich auswärts stark. Das kann echt sein. Ich hoffe, dass das die Mannschaft jetzt aber auch ein bisschen, ja, motiviert, krass weiterzumachen. Die wievielte Minute haben wir denn? Achte. Achte, Junge, krank. Das war schon heftig. Aber auch gut gespielt. In Rückraum. Läuft. Nein. Wieso legt er sich denn so weit vor? Oh, ich war auch noch da. Und du warst ja auch relativ frei. Ah. So wie du dich hier ankommst. Oh. Ja, das war ein guter Schuss. Was? So wie du dich hier angeboten hast, musste das doch eine Chance werden. Das war eine Chance, aber keine gute. Gute, ja. Oh mein Gott. Stand so schön, der Pass kam ausnahmsweise gut. Und... Es war wieder so ein typischer Babo-Schuss vom Jan mit links. Links war dein Spieler ja noch nie gut. Ja. Boah, hast du das gesehen? Habe ich. Jetzt kommt der Schuss und Tor. Oh, und zwei. Ich glaube, das war sogar eine Vorlage von mir. Alter. Gibt's da nicht. Weg, okay. Ich hab's nicht weggedrückt. Danke auf jeden Fall dafür, EA. Ja, 2-0 auf jeden Fall, so sehe ich das auf jeden Fall gerne. Weitermachen, Jungs, weitermachen. Erste Halbzeit 2-0, 38. Spielminute, 37. Mega geil. Oh, der erste Freistoß, Jan hier als Freistoßschütze. Oh. Ja, Ich will die Kamera Junge, das war ein Tor. Ja, ich laufe hin, falls er ab... Scheiße, viel zu wenig. Ja, okay. Gefährlich. War nicht zu wenig, aber er war halt auch relativ unplatziert. Das war die erste Halbzeit hier, der Abschluss mit diesem Freistoß hier. Ja, 2-0 zur Halbzeit kann man machen. Wenn es so weitergeht, ist alles super. Jetzt! Da ist es nicht. Oh! Ja, da standen so halt vor dir. Da konntest du nicht viel machen. Aber ich habe mich schon gewundert, dass der Pass angekommen ist. Also starke Leistung auf jeden Fall. Oh. Da war jetzt aber das Scheunentor offen. Leute, was habe ich am Anfang der Folge gesagt? 2-1? Ich weiß es nicht. Ja, der Anschlusstreffer hier für Club Brügge. Sollen wir nochmal das 1-3 machen, ne? Das wäre super. Das wäre ein Wunschergebnis. Hoffentlich gelingt uns das. Neue Position, Stürmer, irgendwer muss mir jetzt, erst wo ich hier endlich mal Stürmer spiele, muss mir jetzt mal einer einen Ball vorlegen, gibt's ja nicht. Ja. Ich glaube, manchmal, wenn ich auf Passen drücke, hat mein Spieler auch keine Lust zu passen, so. Wer es nicht kann. Der kommt eh nicht an. Hey, was war nochmal passen? Wie geht das? Nachspielzeit ist angebrochen, die letzten 20 Sekunden, komm, pass nochmal nach vorne, mach nochmal die Chance, nee, gibt's nicht, 2-1, meine Prediction am Anfang ist einfach wahr geworden, ich bin absoluter Hellseher. Das war's jetzt von der zweiten Folge, die dritte Folge gibt's bei Jan auf dem Kanal, die vierte dann wieder bei mir, da geht's wieder weiter mit der Champions League in der vierten, also unbedingt beide Kanäle auch abonnieren, damit ihr absolut nichts verpasst. Ein Tor habe ich gemacht, aus zwei Versuchen, ist okay,
Leider hast du das Tor nicht gemacht, das ist ein bisschen schade, aber ist egal. Das war's von der zweiten Folge. Ja, wäre halt cool gewesen, so im ersten Spiel beide das erste Champions League-Tor. Das stimmt. Aber ich habe meine Chance verpasst. Es ist okay. Ist definitiv eine gute Leistung. 2-1 gegen Club Brügge kann man schon mal machen. Erstes Spiel, naja, ein Punkt immerhin. Naja, ist egal. Gut, danke fürs Zuschauen. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.